Moin Moin, willkommen in der Garage. Ja, also, so furchtbar viel hat sich noch nicht getan, weil es fehlen eben halt noch Teile. Ne? Ja, das ist nicht so einfach, die zu kriegen, aber ein Zuschauer ist da wirklich sehr motiviert. Und der besorgt mir diesen einen Knebel, den ich noch für die Seitenverkleidung brauche. Und der hat sich auch bemüht, rauszufinden mit dem Lenkerkonus, welches Maß der haben soll. Und der hat auch Kontakte zu einer Metallbaufirma, wie auch immer, und wird den Konus dann anfertigen oder anfertigen lassen. Weil dann kann ich ja im Grunde genommen erst anfangen, hier mit dem ganzen Kram das alles zusammenzubauen. Momentan bin ich jetzt dabei, man kann es hier auch sehen, das hier mal festgeschnallt, der Tank ist voll mit Tankentroster. Das lasse ich erstmal vor sich hin wirken. Und da gibt es ja auch Glaubenskriege, wie man das macht. Die einen sagen irgendwie, man soll da irgendwelchen alte Schrauben oder Kiesel reinschmeißen, was bei so einem Rahmentank natürlich nicht geht. Was ich auch für nicht so sinnvoll erachte, irgendwie da irgendwelchen Schreiß reinzuschmeißen und dann zu schütteln und so weiter. Weil das ist keine gleichmäßige Methode. Und oft genug kommt dann eine Schraube oder ein Kiesel oder was dann nicht wieder raus, weil er sich irgendwo in der Ecke verklemmt. Also ich bin da eher der Freund von chemisch entrosten. Und auch da gibt es ja wieder Leute, die sagen irgendwie, die hantieren dann mit Phosphorsäure oder mit Salzsäure oder mit sonst irgendwas, wo ich immer sage irgendwie, ich bin kein Chemiker und mit Säuren muss man eben halt auch ein bisschen extrem vorsichtig sein. Damit kann man nicht so rumhantieren. Da entstehen irgendwelche komischen Dämpfe und Reaktionen irgendwie. Damit ich zumindest vorsichtig, wer sich mit Chemie auskennt und im Chemieunterricht aufgepasst hat, der wird das vielleicht anders sehen, aber ich nehme eine fertige Mischung mit Zitronensäure, die auf Zitronensäure basiert, und lasse sie einfach, ich kipp die rein, kipp das mit heißem Wasser auf. Hat bisher bei mir immer wunderbar funktioniert. Und das ist so die faule Lösung, sag ich jetzt mal. Aber sie funktioniert gut, die Tanks sind bisher immer alle prima geworden. Ja, dann hatte ich nochmal Kontakt wegen der Peugeot 103, die vor ein paar Videos hier war. Der hatte mich angeschrieben und sagte, sein Sohn ist damit gefahren, ist durch ein Schlagloch gefahren und dann ist sie ausgegangen und dann springt sie. Seitdem springt sie nur noch schwer an und läuft nur noch mit Choke. Was ja eigentlich dafür spricht, dass sie zu wenig Sprit kriegt. Und da habe ich gesagt, durch ein Schlagloch fahren und geht aus, und konnte ich mir nun gar nicht erklären. Habe gesagt, irgendwie soll noch mal Spritzufuhr noch mal nachgucken und Düse noch mal nachgucken und so weiter. Und ansonsten kann er sich natürlich gerne noch mal vorbeibringen. Man macht sich ja doch immer so Gedanken, wenn man so ein Moped fertig gemacht hat für irgendjemanden und dann irgendwie fährt das. Also eine Woche ist es wohl gut gefahren. Also so verkehrt kann das alles nicht gewesen sein. Und es war tatsächlich so, es war nur ein Krümel in der Düse und jetzt fährt sie auch wieder. Da hat sich dann wohl irgendwelcher Dreck im Tank noch gelockert oder was. Ich weiß es nicht. Aber wenn es nur eine verstopfte Düse ist, egal. Ja, an Ersatzteilen fehlt mir natürlich noch ein bisschen was. Und ich habe ein paar Sachen, die sind unterwegs. Jetzt muss ich eben halt auch wieder warten. Teile kaufen, Teile besorgen. Jetzt ist erstmal Ostern. Fröhliche Ostern bei der Gelegenheit. Ich bin ja Protestant. Ich gucke an Ostern immer Western. Für eine Handvoll Dollar. Aber für eine Handvoll Dollar kriegt man das Ding auch nicht fertig. Teile sind wirklich so super selten für die erste Serie. Und damit meine ich eben halt wirklich die erste Serie und nicht wie viele Leute, die zweite Serie als erste Serie noch bezeichnen.
da sind so viele Teile anders. Was ich bisher, also ein Schutzblech soll kommen, ein paar Teile, ich brauche noch einen Reifen fürs Vorderrad und diese ganzen Schickimicki-Sachen, das ist alles irgendwie unterwegs. Was ich noch nicht kriegen konnte und was ganz schwer zu kriegen ist, ist ein vorderes Schutzblech. Weil die vorderen Schutzbleche bei den alten Modellen, die haben ja noch die Strebe. Und zwar, ich zeige euch das hier mal bei der Gabel. Die neueren Gabeln, die haben ja alle hier nochmal so ein Blech drin mit einer Mutter. Und da kommen dann diese Schutzbleche, wie ich sie hier habe, mit diesem Halter dran. Das haben die alten aber nicht. Deswegen haben die noch diese Strebe, die dann, hier kommt so das Schutzblech und dann kommt hier eine Strebe rüber. Und die wird hier in diesen Löchern befestigt. Und auch da gibt es bei der ersten Serie Unterschiede. Nämlich die ersten haben noch die Befestigung hier oben, da. Und die neueren haben die da, die auch von der ersten Serie, aber die späteren Modelle haben sie hier unten. Und ich brauche auch noch ausgerechnet die von der ersten Serie hier oben. Das Einzige, was ich bisher gesehen habe, war in Italien ein so ein Schutzblech. Allerdings mit Gabel, die ich ja nicht brauche. Ich habe ja eine gute Gabel. Und 250 Euro plus Versand, glaube ich. Also der Wahnsinn. Und also mir war klar, das wird teuer, diese Ciao wieder in Gang zu bringen. Und nach wie vor, ich werde sie erstmal mit so gut wie möglich mit den Teilen, mit Teilen, Originalteilen zusammenbauen. Aber das Schutzblech, das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, das zu kriegen. Da wird erstmal so ein Edelstahl-Schutzblech dran. Das hält dann zwar nur oben mit zwei Schrauben erstmal, aber ich muss suchen, bis ich eins kriege. Ja, der Motor sieht ja soweit gut aus. Das ist alles soweit okay. Ich habe jetzt bisher hier gestern auch von meinem Nachbarn das Fahrrad repariert. Mein Nachbar ist Mitte 80, kann nicht mehr so gut laufen, aber fährt eben halt noch mit dem Fahrrad. Und ist aufs Fahrrad angewiesen, war hinten platt, Schlauch kaputt und Bremszüge waren alle schwergängig und Schaltung funktionierte nicht. Das habe ich dann alles für ihn fertig gemacht. Wie gesagt, der ist Mitte 80, hört gerne Rockmusik und Punkmusik und ganz witziges Kerlchen und ein ganz großer VW Käfer-Fan. Hat bis vor kurzem auch noch ein Käfer Cabrio gehabt mit einem über 100 PS starken Typ 4 Motor drin und all so ein Schickimicki. Aber den hat er hier irgendwo geparkt, dann ist einer in sein parkendes Auto rein und dann war das ein Totalschaden. Und nun fährt er kein Auto mehr. Aber er hat eine riesige Sammlung an Modellautos, VW Käfer irgendwie und Bücher über Käfer. Und ach, hast du nicht gesehen, jedes Mal, wenn ich das Fahrrad repariere, kriege ich einen kleinen VW Käfer. Also inzwischen habe ich auch schon eine ordentliche Sammlung von irgendwelchen exotischen Sachen. Ja, heute will ich machen das Vorderrad. Ich habe ja zwei Vorderräder. Ein Vorderrad, was gut im Chrom und gut im Zustand ist, aber wo leider das Radlager ziemlich rau läuft. Und dann habe ich ein anderes Rad, was vom Chrom her absolut schlecht ist und von der Narbe, aber wo die Achse relativ gut läuft und leicht und ganz prima. Das heißt also, da die Achse rausnehmen, alles sauber machen und umbauen in die andere Geschichte. Ja, dann habe ich festgestellt, irgendwie die Anzahl der Abonnenten steigt und steigt. Ich kann es mir nicht erklären, was die Leute hier dran so toll finden. Bestimmt nicht, dass ich jetzt hier wieder stehe und die ganze Zeit laber. Aber die steigenden Abonnentenzahlen haben auch einen Nachteil. Nämlich A, dass manche
komischen Menschen meinen, sie müssten irgendwelchen Kram kommentieren, ohne die Videos überhaupt genau zu gucken. Und dann meinen, sie müssten den Klugscheißer machen. Also können sie gerne machen, wenn sie das Video geguckt haben, aber irgendwas zu kritisieren, was im Video ganz klar gemacht wird, ist einfach albern. Nach dem Motto, du musst die Schraube festziehen. Hätten sie das Video geguckt, dann hätten sie gewusst, dass ich die Schraube festgezogen habe. Also völliger Blödsinn. Und es hagelt Werbeanfragen von irgendwelchen Chinesen. Wir haben deinen Kanal gesehen und unser Produkt passt super gut und völlig schwachsinnige Produkte, irgendwelche Massagegeschichten und so weiter, wo ich gesagt habe, die haben meinen Kanal doch nie geguckt. Aber gut, einfach löschen diese E-Mails und dann ist gut der Dinge. Und wo ich mir gerade eine Fluppe anstecke, Leute, lasst doch diese ewig blöden Kommentare übers Rauchen. Ihr müsst ja nicht rauchen. Ich rauche, ich störe damit hier keinen. Ich rauche hier in der Garage und was ich in meiner Wohnung mache, ist sowieso mein Privatvergnügen. Und wenn ihr stoische Nichtraucher seid, was stört's euch, ob ich im Video rauche oder nicht? Also, es ist, ja. Gut, und ich habe in die Kanalbeschreibung bei mir mal reingepackt, weil ich kriege jeden Tag 3-4 Mails, was das für ein Freilaufadapter für die Bohrmaschine ist. Ich habe das jetzt benannt in der Videobeschreibung, was das für ein Ding ist, weil ich hoffe, dass ich dann nicht mehr jeden Tag 3-4 Anfragen kriege und jedes Mal irgendwie schon so einen Standardsatz irgendwie da schreiben muss. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, dass ich das bei dem guten Rad, was hier noch wirklich ganz ordentlich im Chrom ist, die Achse mal rausnehmen und mal gucken, wie da so der Zustand ist. Ob das Ding nun katastrophal ist oder ob das Ding einfach nur zu stramm eingestellt ist oder was auch immer. Gucken wir mal. So, dann brauchen wir einen Konusschlüssel und einen 17er Schlüssel. Das ist schon ziemlich lose. Ja, es läuft rau. Man hört das richtig knurpsen. Aber, mal gucken. Das läuft aber schön gerade. Das ist ja schon mal. Und jetzt geht nämlich hier das los mit dem Mutter. Ein 100 Kilometer langes Gewinde. So. Magnetschale. Und das Rad will schon flüchten hier. Mal runterdrehen und dann mal gucken, wie das vom Zustand ist. Also Achsenteile habe ich auch noch, das ist jetzt nicht das Ding, die auszutauschen. Aber hier ist wohl auch ziemlich altes, ranziges Fett drin. Wow. Lecker. So, jetzt purzeln wahrscheinlich gleich auf der anderen Seite die Kugeln raus. Mal ganz vorsichtig die Staubkappe rausnehmen. Da haben wir sie. Das sieht gleich nach dem Einsatz beim Teilewaschgerät aus. Ja, ich würde sagen, da fehlt auch schon eine Kugel. Da fehlt schon eine Kugel. Wollen wir das sehen? Hoffe ich.
Ein zähes Fett. Aber Kugeln habe ich auch noch. Oh, die kleben so an den Fingern. Das Fett klebt mehr als der Magnet hier. Bäh. Ja, richtig ranzig das Zeug. Ja. Hier fällt auch schon eine Kugel raus. Und da fehlen. Guckt euch das mal an. Wie viele Kugeln fehlen denn da? Dann ist das ja auch nicht weiter verwunderlich, dass der ganze Scheiß so rau läuft. Dann wasche ich die Teile mal eben gleich mal ab. Und dann gucken wir mal, ob das vielleicht damit getan ist, dass wir einfach nur wieder die richtige Anzahl Kugeln da reinsetzen. Ne? Bäh. Ganz schön dreckig. Ich wasche das mal eben aus. So, beide Seiten sauber gemacht. Die Lagerschalen sehen gut aus. Die Konen sehen eigentlich auch gut aus. Es sieht also wirklich so aus, als hätte nur einer die ein bisschen zu stramm angezogen, weil zu wenig Kugeln da drin waren. Dann ist das Ding soweit im Grunde genommen erstmal okay. Das packe ich jetzt erstmal weg hier, das Rad. Und nehmen wir das alte ranzige Rad hier mal. Mal gucken, ob ich die Bremsgeschichte hier überhaupt abkriege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal gucken, ob ich das jetzt so abkriege. So, und das auf der Seite ist nämlich auch 19, ne? Ja. Ach ja. Oh, Gott sei Dank löst sich das auf dieser Seite. Und Tropfen Müll rauf. Doch etwas leichter. Oh. Ja. Mal gucken, wie der Zustand der Bremse hier ist. Die Scheibe. Bisschen Handlungsbedarf. Aber dann kann ich das erstmal wegpacken. Weil wenn ich das Vorderrad zusammen habe, dann kann ich nämlich das andere Vorderrad in den Keller stellen. Und das hier muss aber mal gereinigt und überarbeitet werden, ne? Fest. Puh. Ja, dann wollen wir erstmal gucken, dass wir die Bremsbeläge da überhaupt rauskriegen. Ne? Ja, gut, okay, die gehen raus.
Ist das ein Gammel. Und fest. Mal gucken, ob wir den Nocken hier überhaupt rauskriegen. Das ist ja hier wieder... Hebel ist ab. So. Das Gewinde muss ich mal, glaube ich, mal nachschneiden. Zong. Ja. Ja. Also geht es jetzt erstmal so ein bisschen ans Aufarbeiten der Teile, ne? Aber. So ist das mit dem rostigen Hobby, was man da so hat, ne? Oh, nützt nichts, ne? Sauber machen. So. Bremsbacken sind wieder einigermaßen sauber. Die sind von der Belagstärke her auch noch okay. Hier kommt noch ein bisschen Fett dran. So, das muss ich hier noch ein bisschen sauber machen. Also wie gesagt, nicht, dass ihr denkt, das soll alles wie neu aussehen. Das soll es nämlich genau nicht. Weil auf neu restaurieren, so eine Chow, das wäre gerade bei dem Baujahr sowieso eigentlich nicht möglich. Diesen Hebel hier, den habe ich noch neu. Auch, aber wie sieht das aus, wenn hier so teilweise Neuteile an dem Ding blinken? Da müsste man sie neu lackieren und. Und das macht in meinen Augen keinen Sinn. Dann wäre gigantisch an Geld, was da reinfließen würde. Was neu kommt, sind hier die Staubkappen, ja, die mache ich neu. Aber ansonsten war's das. So, dann wollen wir doch mal gucken. Das wäre das. Wo habe ich denn hier? Oh, so, hier ist der Konus. Das ist soweit alles okay. Und ja, dann können wir das eigentlich wieder zusammenbauen. Jetzt muss ich nur mal gucken, was ich hier meine. Aluminiumpaste drauf. Dass das alles möglichst schön wieder da drin läuft. So. Und geht wieder richtig schön leicht. Gut, der ist jetzt falsch rum drauf.
Mach ich gleich richtig rum. Wo habe ich den Deckel da? Ach ne, das brauche ich ja gleich noch. Machen wir den erstmal richtig rum drauf. So, zack, wunderbar. Jetzt kommt ein ganz klein bisschen hier drauf. Dass das alles wieder ein bisschen leicht läuft. Auch schon wieder zusammengebaut werden. Hier machen wir noch mal ein bisschen. Bisschen sauber. So. Mal gucken. So rum ist er. So rum ist richtig. Machen wir die Federn hier wieder ein. Zack. Und schon geht das Ganze wieder leicht. So, dann können wir das Vorderrad wieder zusammenbauen. Die Achse wieder rein. Ja, und so dödelt man nämlich stundenlang, nur um ein Vorderrad wieder in Gange zu bringen. Das alles ein bisschen sauber zu machen. Und das alles ein bisschen sauber zu machen, gangbar zu machen. Neu zu fetten und so weiter. Und da geht nämlich richtig viel Zeit bei drauf. Und wie gesagt, das soll nicht optisch schön werden, es soll technisch in Ordnung sein. Und weil das muss hinterher möglichst alles zusammenfassen. Und ich will so wenig wie möglich Neuteile verbauen, die irgendwo nachher glänzen. Weil das sieht dann irgendwie doch komisch aus. So, wo habe ich denn jetzt mein Rad? Da. Jetzt brauche ich Fett, Kugeln. Jetzt kommt da Fett rein, dann kommen da die Kugeln rein. Jetzt muss ich erstmal Fett holen. So, und nun gibt es ja Leute, die mir immer sehr suspekt sind, die sowas mit Handschuhen machen. Wo ich immer sage, wer Angst vor Fett hat, der hat das falsche Hobby, wenn er sich mit alten Mopeds beschäftigt. Dafür gibt es Lappen. So, dann wollen wir mal gucken, wie viel kriegen wir denn da rein jetzt. Vier.
haben wir jetzt drin? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und der 11. passt da nämlich, glaube ich, nicht rein. Nee. Sondern auch laut Werkstatthandbuch 10 sein. Bei Modellen ohne Federung, also bei den alten mit der Stargabel. Sind es nur 9. So, Kronos kriegt auch Fett. Aber vorher kommt hier ja noch die Staubkappe rauf, weil jetzt kriegen wir sie nämlich noch ganz gut rein. Erstmal die Kugeln rein, das ist glaube ich einfacher. So, naja, das habt ihr ja jetzt gesehen, wie es auf der einen Seite geht. Und genauso geht es auf der anderen Seite. So, jetzt kann die Achse hier durch. Und jetzt kann der Konus hier drauf. Der kriegt gleich nochmal ein bisschen Fett. Ich drehe den jetzt erstmal. Das endlose Gewindegeschraube hier. So, das muss jetzt so eingestellt werden, eben halt kein Spiel und leichter Lauf. Das ist immer ein bisschen frickelig, weil meistens zieht man das beim Anziehen der Kontermutter wieder ein bisschen zu fest und da muss man ein bisschen hin und her wurzeln, bis das richtig passt. So, jetzt ist es eigentlich richtig. Aber ich denke mal, man zieht es wieder mal ein bisschen zu fest, wenn man die wieder kontert. Nee, im Gegenteil, ist eher ein bisschen zu locker. Na gut, ich stelle das jetzt nochmal ein. So, das ist richtig drauf. Gucken, dass wir jetzt hier
Ja, das ist auch richtig. Na, komm schon. Also einen Schlauch habe ich schon da, aber den Reifen halt noch nicht. Sag mal, was ist hier los mit dem... Jetzt. Und wenn ich diese flache Mutter hier anziehe, dann muss ich die Achse noch frei drehen. Ansonsten muss da noch eine Scheibe unter die Ankerplatte. So wie hier. Jetzt ziehe ich nämlich die Bremsankerplatte fest und das ist kaputt. Dann gehört da noch eine Scheibe drunter, die da vorher auch nicht drauf war. Oder steckt die noch auf dem anderen Rad? Ich guck mal eben nach. So, ich habe jetzt hier auf der Bremsenseite die Scheibe nochmal da untergelegt und das nochmal neu zusammengebaut. Jetzt dreht es frei, weil dann kommt ja hier auf der Seite der Tachoantrieb ran. Bei Modellen ohne Tachoantrieb kommt hier so eine Hülse drauf, anstatt dem Tachoantrieb. Und dann kann ich das ja jetzt eigentlich mal mit der Gabel zusammenstecken. Ne? So, jetzt ist der Filzring drauf, ist der Tachoantrieb drauf. Und jetzt setzen wir mal die Gabel drauf. So, und der Abstand passt. Passt genau. Telefon. So, und zusammengebaut. Passt. Ja. Eigentlich wollte ich heute noch mit dem Motor anfangen, aber das ist ein Kapitel für sich. Also, wie ihr seht, es lohnt sich, immer die Teile wirklich auseinanderzunehmen und wirklich zu prüfen. Weil jetzt da waren zu wenig Kugeln drin. Ja, hat irgendjemand mal auseinandergebaut, sind ihm ein paar Kugeln rausgefallen und hat gesagt, ach, mit ein paar Kugeln weniger geht das auch, ne? Und das ist, es gibt immer Überraschungen, deswegen den Motor nehme ich auf jeden Fall auseinander. Der macht zwar einen guten Eindruck, aber der lag offen, das heißt also ohne irgendwie einen Lappen im Ansaugstutzen oder im Kerzenloch. Er dreht zwar wunderbar leicht, weil er lag warm und trocken, aber trotzdem Kurbelwellenlager mache ich neu, einmal abdichten, einmal alles gucken, ob alles in Ordnung ist. Und ja, andere Leute sagen vielleicht, oh, wieso ist alles da, ich stecke das eben zusammen. Aber wie man sieht, Bremse fest, vergammelt, Kugeln fehlen im Radlager, das ist Murks. Und von daher, ja, so ist das halt, ne? Guti. Ich weiß, war langweilig heute. Ein Vorderrad gemacht. Nichts Aufregendes. Aber gucken wir mal. Und damit wieder alle was zu meckern haben, stecke ich mir jetzt gleich nochmal eine Zigarette ins Gesicht. Räume hier ein bisschen auf, weil ich kriege noch Besuch. Es ist ja Ostern. Man kriegt ja dann auch Besuch. Ich will meine Mutter nochmal besuchen. Morgen. Und also wenn das Video rauskommt, dann bin ich vielleicht schon unterwegs zur Mutter. Mal frohe Ostern wünschen. Man weiß ja auch immer nicht, wie lange das noch geht. Ne? Mal sehen, wie alt ich so werde. Gucken wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.